Ich begrüße Sie heute zu unserem zweiten Vortrag in dieser Wintersaison, die Geschichte der Juden in der Pfalz und ihre Verfolgung, Vertreibung und Vernichtung in der NS-Zeit. Ein ausgewiesener Fachmann hält diesen Vortrag heute, nämlich Herr Roland Paul, der ehrenamtlich die Arbeitsgruppe in Lambrecht in Frankenstein leitet über die Juden in der Pfalz. Langjährige Mitarbeiter im Museum, im Historischen Institut für pfälzische Geschichte in Kaiserslautern. Ich möchte wenig Worte machen. Wir haben dann im nächsten Monat einen Vortrag von Herrn Tätigkeit am 5. Dezember. Kerbebrauchtum in der Pfalz. Ich hoffe, wir können den hier in diesem Saal durchführen. Wenn nicht, dann werden Sie von uns hören und in der Presse mitgeteilt bekommen. Ich sehe es sehr, sehr schwierig, dass die Pandemie in den nächsten 4 Wochen so weit eingedämmt wird, dass man wieder freier rumlaufen kann. Wenn man sieht, dass es in Bayern Kreise gibt, die 1200 Inzidenz haben, dann hoffen wir, dass diese Zahl nicht nach Neustadt kommt. Herr Paul, ich gebe Ihnen das Podium frei für Ihren Vortrag. Ach, meine Mutter. Vielen Dank, Herr Dr. Bleiholder, für die freundliche Begrüßung. Ich danke auch Marcel und den jungen Herrschaften hier für die Technik, die das sicher super machen werden. Vielen Dank, ich bin da nicht so bewandert, aber ich habe es immerhin hingekriegt, die Bilder da alle auf den Stick zu bringen gestern. Meine Damen und Herren, wenn wir in diesem Jahr den 1700. Jahrestag der ersten nachweisbaren jüdischen Ansiedlung in Deutschland begehen, so basiert dies auf einem Dekret des römischen Kaisers Konstantin, der im Jahre 321 dem Stadtrat von Köln erlaubte, Juden in die Kuria, also auch in den Stadtrat, aufzunehmen. Dies gilt als Beleg für die Existenz einer Judengemeinde in Köln, möglicherweise auch weiterer jüdischer Gemeinden. Es ist nicht belegt, ob diese jüdischen Gemeinden auch nach dem endgültigen Abzug der Römer und der germanischen Landnahme weiter bestanden. Also in der Pfalz, da wissen wir nichts von der Existenz jüdischer Menschen im 4. Jahrhundert, wie das in Köln der Fall war. Aber wenige Jahrhunderte später haben wir hier in unserem Raum große jüdische Siedlungen, die sogenannten Schumstädte. Auch da gibt es ein etwas Besonderes zu feiern dieses Jahr. Das Weltkulturerbe hat, also UNESCO-Weltkulturerbe, hat die 3 Schumstädte, Speyer, Worms und Mainz, in das Die UNESCO hat, hat die Städte in das Weltkulturerbe aufgenommen. Schumm, Sie werden sich vielleicht wundern, wo das herkommt. Das steht für Speyer, Worms und Mainz, von den früheren Namen abgeleitet. Speyer, Spira, Worms, Warmasia, Warmassa, Marcia und Mainz, Magenza. Und das U, das bezieht sich auf Worms, weil das W genauso geschrieben wurde wie ein U früher oder umgekehrt. Das U wurde wie ein W, wird als W gedeutet, deshalb Schumstätte. In den hebräischen Quellen werden diese Städte als heilige Gemeinden bezeichnet. Und meistens gehört da ein Ensemble dazu, zu so einer Schumstadt. Also zu dem Ensemble gehört die Synagoge, die Mikwe, also das jüdische Ritualbad und der jüdische Friedhof. All dies ist in diesen 3 Städten, Worms, Mainz und Speyer, zum großen Teil noch vorhanden. Erste schriftliche Belege für die Existenz jüdischer Siedlungen sind im 10. Jahrhundert überliefert, und das betrifft eben diese Städte. Dort existierten bereits im 10. Jahrhundert zumindest jüdische Gemeinden, vielleicht auch sogar schon im 9. oder im 8. Jahrhundert, aber es fehlen uns eben die Belege. Im Jahre 1090 nahm Kaiser Heinrich IV. Die Speyerer Juden unter seinen Schutz und gab ihnen eine Ordnung. Dafür zahlten sie ein sogenanntes Schutzgeld an die Obrigkeit.
In der Realität war das Schutzversprechen des Kaisers aber noch keine Schutzgarantie, sondern hing von den örtlichen Machtverhältnissen ab. Die Juden erhielten das Recht, Handel zu treiben, sowie Geld und Gold zu wechseln. Sie wurden wichtige Handelspartner und waren als Geldleiher gefragt. Was Sie hier sehen, ist die Wand der Speyerer Synagoge, die überliefert ist, das älteste Gebäude in Speyer. Es gibt aber in Speyer auch noch eine. So, da muss ich glaube ich drauf gehen. Aber es geht jetzt nicht. Ah, ja. Das ist also die mittelalterliche Mikwe, also das jüdische Ritualbad in Speyer, eine alte Aufnahme davon. Heute sieht das ein bisschen anders aus. Ja, beim Zug der Kreuzfahrer ins Heilige Land kam es im ausgehenden 11. Jahrhundert in Trier, Worms und Mainz zu gewalttätigen Ausschreitungen gegen jüdische Bürger, verbunden mit Plünderungen, Ermordungen und Zwangstaufen. Die nach Speyer ältesten größeren jüdischen Niederlassungen in der Pfalz bestanden im Hochmittelalter in Annweiler, Kaiserslautern und Neustadt. Zwischen 1300 und 1350 sind Juden auch in kleineren pfälzischen Städten und einigen Dörfern nachzuweisen, so in Deidesheim, Bürgheim, Germersheim, Kusel, Rockenhausen und Wachenheim. Das ist ein Ritualbad, eine Mikwe, die in Kaiserslautern gefunden worden ist, vor etwa 25 Jahren bei den Umbauarbeiten bei der Kreissparkasse in Kaiserslautern am Altenhof, also in der Stadtmitte, und ist heute auch zu besichtigen. Es gibt so ein kleines Areal drumherum gebaut und man kann diese Mikwe auch heute noch sehen. Das jüdische Leben in Europa erfuhr durch die Pogrome von 1348-49 einen schmerzlichen Einschnitt, von dem es sich nur langsam erholen konnte. Ausgelöst wurde diese Pogrome durch den Ausbruch der Pest in Südfrankreich, die sich von dort nach Norden und Osten ausbreitete. Die Christen beschuldigten damals die Juden, die Seuche durch Vergiftung der Brunnen ausgelöst zu haben. Im Januar 1349 überfielen christliche Bürger Speyers die Wohnstätten der Juden, töteten die Bewohner, raubten ihren Besitz, schändeten den Friedhof und zerstörten die Synagoge. Jahrelang gab es daraufhin in vielen Städten keine Juden. Durch die damals erfolgten Vertreibungen entstand das osteuropäische Judentum mit Jiddisch als Umgangssprache. Und wenn wir heute das Jiddisch hören und dann stellen wir fest, in dem Jiddischen sind durchaus auch pfälzische Wörter oder pfälzisch klingende Wörter enthalten. Das hängt eben damit zusammen, dass da auch viele Leute hier aus dem südwestdeutschen Raum damals nach Osteuropa abgewandert sind. 1390 erlaubte Bischof Nikolaus von Speyer den Juden in den Städten des Hochstifts Speyer, vor allem in Landau, zu wohnen. Mit dem Anteil des Schutzgeldes, das dem Bischof zustand, sollte der bischöfliche Amtmann besoldet werden. Im Jahr 1401 lebten zumindest in Speyer, Worms und Landau wieder jüdische Familien, denn König Ruprecht stellte ihnen einen Schutzbrief aus. Im weiteren Verlauf des 15. Jahrhunderts waren die größeren Städte bestrebt, keine Juden mehr aufzunehmen und sich der noch in der Stadt Lebenden zu entledigen. Die Juden suchten zunehmend in kleineren Städten und auf dem Lande Fuß zu fassen, wobei sich die verschiedenen Territorien in der Pfalz den Juden gegenüber unterschiedlich tolerant verhielten. Hier auf dieser Karte, das können Sie, wenn Sie weiter hinten sitzen, natürlich nicht erkennen. Sie können aber sehen, das ist eine Karte, die sieht aus wie ein Flickenteppich. Das ist die Karte, so sah die pfälzische Territorialkarte aus in der Zeit zwischen dem Mittelalter und der Französischen Revolution. Jede Farbe steht für ein anderes Territorium. Bis zur Französischen Revolution bestand die Pfalz aus über 40 verschiedenen Territorien. Das größte Territorium war die Kurpfalz. Das ist alles, was Sie in Blau sehen, ist kurpfälzisch. Was Sie in dunklem Blau sehen, was Sie in hellerem Blau sehen,
ist das Gebiet des Herzogtums Zweibrücken. Beide Territorien wurden von wittelsbachischen Herrschern regiert. Und dazwischen die vielen kleinen Herrschaften, die es dann noch gegeben hat. Und jedes dieser Territorien hatte eine andere Judenpolitik auch betrieben. Die einen haben die Juden abgelehnt, andere haben sie aufgenommen, weil sie sich durchaus auch einen Gewinn durch die Ansiedlung der Juden versprochen haben. Wenn wir auch keine genaue Kenntnis, keine genaue Kenntnis über die Herkunft zugezogener Juden in der Pfalz besitzen, so können wir davon ausgehen, dass sich im 16. Jahrhundert viele sogenannte sephardische Juden nach ihrer Verfolgung und Vertreibung aus Spanien und Portugal auch hier niedergelassen haben. Man unterscheidet ja die aschkenasischen Juden und die sephardischen Juden. Die aschkenasischen Juden waren die, die schon hier ansässig waren, also die in West-, Mittel- und Osteuropa ansässig waren, und die sephardischen Juden waren in Südeuropa ansässig. Und die wurden dort im 16. Jahrhundert verfolgt und vertrieben. Beide Gruppen unterscheiden sich in ihrer Religion im Großen und Ganzen nicht sehr, nur durch verschiedene Rituale, die sie unterschiedlich gepflegt haben. In der Kurpfalz, dazu gehörte ja auch Neustadt, lebten 1550 155 jüdische Familien, die alle dem Dorf- und Landjudentum zugerechnet werden. Also in der Stadt Neustadt hat damals kein Jude gewohnt, keine jüdische Familie gewohnt. Darüber hinaus hielten sich damals auch Juden in den rechtsrheinischen kurpfälzischen Städten Heidelberg und Mannheim auf. Heidelberg war ja noch die Hauptstadt der Kurpfalz, später im frühen 18. Jahrhundert wurde es dann Mannheim. Wo die Landjuden alle im 16. Jahrhundert in der Pfalz lebten, kann nicht eindeutig festgestellt werden. Fest steht nur, dass sie weitgehend verstreut waren und dass bereits einige in Dörfern der Südpfalz, wo sich dann im 18. und 19. Jahrhundert große Judengemeinden entwickelten, gewohnt haben, zum Beispiel in Essingen, Gotramstein, Böchingen, Albersweiler und Burweiler. Im 18. Jahrhundert lebten dann die Juden in der Kurpfalz, von den Juden in der Kurpfalz, die meisten im Oberamt Neustadt. Also Oberamt war die damalige Bezeichnung für den Landkreis, würde man heute sagen. 1743 wurden hier 83 jüdische Familien gezählt und 1775 waren es schon 117 Familien. Und im Oberamt Frankenthal, da lebten 1743 43 Familien, 1785 51 Familien. In beschränktem Umfang geduldet waren Juden ferner im Hochstift Speyer, also das ist das Gebiet, was dem Bischof von Speyer unterstand, in der Herrschaft Nassau-Weilburg, das ist die Gegend um Kirchheim-Bolanden, Güllheim, in der Grafschaft Falkenstein, Sitz der Grafschaft Falkenstein war Winnweiler, in der Grafschaft Leiningen-Hardenburg, in der Grafschaft von der Leyen, damit verbunden sind die Orte Blieskastel, was heute Saarland ist, Glamünschweiler und Burweiler. Und in den ritterschaftlichen Besitzungen wie Böchingen, Ingenheim, Niederhochstadt und Essingen, wie gesagt, dort entwickelten sich dann gerade im 19. Jahrhundert große jüdische Gemeinden. Ich habe hier noch Bilder von Friedhöfen. Also mit der Fernbedienung, das ist nicht so gut. Hast du das in der Hand? Ja. Genau, ich darf es dann. Das ist jetzt ein alter jüdischer Friedhof in Winnweiler mit sehr alten Grabsteinen. Wir sehen da noch zwei Friedhöfe. Das ist der Friedhof in Essingen, einer der ältesten jüdischen Friedhöfe. Der älteste in der Pfalz ist, soweit ich weiß, Wachenheim. Und dann kommt bald Essingen, hier auch nochmal Essingen. Diese Friedhöfe bewahren sehr viele alte Steine auf. Die wurden damals, also bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts, in der Regel nur in hebräischer Sprache sind die gehalten. Und erst dann kam so eine Mischung zwischen hebräisch und deutscher Sprache und später waren sie oft nur in deutscher Sprache. Und es ist wirklich wichtig, dass wir diese Steine auch übersetzen, weil sie oft sehr viele Informationen über die jüdischen Gemeinden und über die Personen, die da bestattet sind, Aussagen. Aber im Laufe der Zeit verwittern diese Steine natürlich und es wird immer schwerer werden, sie zu entziffern. Im Herzogtum Pfalz-Zweibrücken galt lange Zeit die Bestimmung im Testament von Pfalzgraf Wolfgang aus dem Jahre 1558, der seine Nachkommen aufgab, niemals Juden im Herzogtum Zweibrücken aufzunehmen.
Allerdings haben sich die Zweibrücker Herzöge später nicht so streng an dieses Gebot gehalten. Ökonomische Erwägungen, teilweise auch frühaufklärerische Toleranzgedanken, trugen dann im 18. Jahrhundert über die grundsätzlich ablehnende Haltung oftmals den Sieg davon. In Teilen des Herzogtums, in den Oberämtern Bergzabern, Lichtenberg und Meisenheim, entstanden ansehnliche Judengemeinden. Nur in der Residenzstadt Zweibrücken, wie im gesamten Oberamt Zweibrücken, wurden zunächst keine Juden aufgenommen. Herzog Gustav Samuel Leopold von Zweibrücken verfügte nach seinem Regierungsantritt 1718, dass die Juden, wie er schrieb, unangefochten und in Ruhe gelassen werden sollen. Bei Zahlung eines speziellen Judenschutzgeldes dürften sie sich hier ansiedeln, doch so hieß es in einer Verordnung, ich zitiere, kein Jud soll mehrere Familien zu sich in sein Haus setzen und aufnehmen. Zitat Ende. Auch durften die Juden keine Immobilien erwerben. 1727 wurde in den Oberämtern Lichtenberg und Meisenheim verfügt, dass es ihnen verboten sei, ich zitiere, ohne vorherige Erlaubnis sich zu etablieren, noch zu heiraten. Also sie mussten die Genehmigung des Landesherrn dafür einholen. Unter Herzog Christian IV., der regierte so in der Mitte des 18. Jahrhunderts, wurde die Judenpolitik unterschiedlich gehandhabt. Vor allem schritt er gegen den starken wucherischen Handel der Juden ein und verbot den Handel zwischen Christen und Juden an Sonn- und Feiertagen. Nachdem er erkannt hatte, dass die Tätigkeit der jüdischen Viehhändler für die westpfälzische Landwirtschaft unverzichtbar ist, ließ er in seinem letzten Lebensjahr auch den Judenhandel auf den Viehmärkten des Herzogtums wieder zu. Ein Verzeichnis der Schutzjuden im Herzogtum Zweibrücken aus dem Jahr 1770 zufolge wohnten damals die meisten Juden, 22 Familien, im Oberamt Meisenheim, vor allem in den Dörfern Odenbach, Obermoschel, Waldkreweiler, Niederkirchen bei Kaiserslautern, Meddert und Dielkirchen. Vor allem in Odenbach entstand dann im 18. und 19. Jahrhundert eine große jüdische Gemeinde. Es folgte das Oberamt Lichtenberg mit 13 Judenfamilien in Konken, Thalichtenberg, Pfeffelbach, Altenklaren, Ulmet von Bosenbach. Und für das Oberamt Bergzabern, das zweibrückische Oberamt Bergzabern, waren Juden belegt in der Stadt Bergzabern sowie in den Dörfern Ilbesheim, Albersweiler und Wilgertswiesen, wo zusammen 12 jüdische Familien genannt werden. Der Großteil der Juden musste jährlich 30 Gulden Judenschutzgeld, also so eine Art Steuer, an die Regierungskasse abliefern. Da sich die meisten wohl beschwerten, sie können diese hohe Abgabe nicht mehr entrichten, dachte man über eine Verminderung dieser Beträge nach, die dann für jeden Einzelnen neu festgelegt wurden, je nach Vermögensverhältnissen, sodass die meisten schließlich nur noch 10 oder 20 Gulden, einige Ärmere ja nur noch 5 Gulden entrichten mussten. Im Jahre 1788, heißt es, waren die Juden im Oberamt Lichtenberg so verarmt, dass sie zumindest eine Zeit lang keinen Viehhandel mehr treiben konnten. Die mussten ja das Vieh zuerst mal ankaufen und dann weiterverkaufen. Und sie hatten oft nicht das Geld, um die Rinder, vielleicht auch Pferde oder andere Schweine anzukaufen und sie dann weiterzuverkaufen. Die Pfalz-Zweibrückische Zunftordnung gestattet den inländischen Schutzjuden dann 1784 den Zugang zu fast allen Gewerben und Handwerksberufen, außer dem Bäcker- und Metzgerhandwerk. Und dann nahmen auch andere, dann wurden Juden auch, fanden dann auch Zugang zu anderen Berufen. Nachdem Frankreich im Jahre 1797 die Herrschaft über das linke Rheinufer übernommen hatte, wurde auch das von der revolutionären französischen Nationalversammlung 1791 bewilligte volle Bürgerrecht in der Pfalz wirksam und es galt auch für die Juden. Die Erleichterungen auf wirtschaftlichem Gebiet blieben aber nur etwa 15 Jahre lang bestehen. Napoleon hat sich in einem Dekret 1806 gegen das Geldleihen und den Wucher der Juden ausgesprochen. Und zwei Jahre später erließ Napoleon 3 weitere Dekrete, die den Juden die 1791 zugesicherten Rechte teilweise wieder abgesprochen haben. Insbesondere das Dekret infam griff hart in das Wirtschafts- und Rechtsleben der Juden ein. In ihm war festgelegt, dass die Juden Schuldforderungen gerichtlich herabsetzen mussten,
wenn mehr als 5% Zins dafür verlangt wurde. Ferner wurde angeordnet, dass das Ansässigmachen eines Juden vom Erwerb von Grundbesitz, also vorher durften sie keinen Grundbesitz erwerben, das durften sie jetzt, und der Ausübung des Ackerbaus abhängig war. Handel durfte nur mit einer Lizenz betrieben werden. Und eine solche Lizenz bekam man nur, wenn man ein Unbedenklichkeitszeugnis des Munizipalrates, das war in der Franzosenzeit der Gemeinderat oder der Stadtrat, ausgestellt bekam, und des Synagogenvorstehers. Der musste da auch seine Zustimmung erteilen. Ein weiteres ganz wichtiges Dekret Napoleons vom 20. Juli 1808 regelte die Namensführung. Gehört jetzt nicht dazu, aber das habe ich ganz vergessen. Nochmal, gehe nochmal zurück auf das. Das ist so eine kleine Dorfsynagoge, wie man sie in der Pfalz vielfach angetroffen hat, vor allem im 18. Jahrhundert. Das ist jetzt die Synagoge in Odenbach, die sehr schön restauriert worden ist in den letzten Jahren. Also Odenbach, das liegt zwischen Lauterecken und Meißenheim. Wenn Sie mal in die Gegend kommen, schauen Sie sich mal die Synagoge an. Vielleicht können Sie auch reingehen. Innen ist sie ausgestattet auch noch mit interessanten Wandmalereien. Und jetzt kommen wir auf das nächste Bild, was ich eigentlich zeigen wollte. Ja, dieses Namensdekret besagte, dass alle Juden, die bisher keine fixen Geschlechts- und Familiennamen hatten, verpflichtet sein sollten, solche binnen 3 Monaten anzunehmen. In allen Gemeinden, in denen damals Juden lebten, mussten diese vor dem Bürgermeister erscheinen, deren ihren alten Namen und den neu angenommenen Namen notierte. So entstanden damals die meisten der bekannten jüdischen Familiennamen in der Pfalz, wie zum Beispiel Felsental, Grünebaum, Tüteur. Und das hier ist jetzt ein Auszug von so einem Namensprotokoll, ist natürlich in Französisch geschrieben. Ich will Ihnen das jetzt nicht alles vorlesen, aber zumindest steht hier vor uns dem Bürgermeister der Gemeinde Homburg, Kanton Homburg, Arrondissement de Peupon, also im Arrondissement Zweibrücken, Departement du Montpellier, Departement Donnersberg, also der Großteil der Pfalz gehört in der Bundesfranzosenzeit zum Departement Donnersberg, et Comparie, also ist erschienen, Salomon Oppenheimer, welcher, lequel a déclaré, welcher erklärte, d'adopté den Namen Hatri anzunehmen. Warum und wieso er sich jetzt Hatri nennen wollte, das geht aus diesem Dokument nicht hervor. Als Familiennamen, Breno, Guillaume, also der Vorname Wilhelm, der Name Wilhelm als Breno, als Vorname. Und hat mit diesem neuen Namen unterschrieben, noch ein bisschen unbeholfen. Wilhelm Hatri hat er hier geschrieben. Am 23. Oktober, also am 23. Oktober 1808 hat er das geschrieben und hier hat der Bürgermeister das bestätigt. Und so hat dann jeder, der hier drüber steht, eben seinen Namen ändern müssen. Nächste. Ja. Es ist so, als Preußen bei der zweiten und dritten Teilung Polens große Gebiete erworben hat, also Westpreußen und diese Ecken da, da ist genau das gleiche da auch passiert. Also ein Jahr vorher, ja, dann wurden den Juden auch genau der gleiche System dann auch Namen verpasst, manchmal und manchmal würden sich das ausgehen. Ja, ja. Hier hat er jetzt noch die alte, das ist noch seine Unterschrift, da hat er sehr viel flüssiger geschrieben, Oppenheim, das konnte er besser schreiben als den neuen Namen. Und auf der nächsten sehen wir dann schon, wie er dann nochmal Hatri geschrieben hat, im nächsten Bild. Also das ist jetzt eine Heiratsurkunde, da schreibt dann sein Bruder Josef Hatri. Hatri war dann eine bekannte jüdische Familie in der Pfalz, die dann aber im 19. Jahrhundert sich sehr stark assimiliert haben, indem sie zum protestantischen bzw. katholischen Glauben sogar übergetreten ist. Wir wissen nicht, wo die Ideen herkamen zu diesen Namen. Es gab natürlich auch viele, die haben ihren Namen gewählt in Anlehnung an christliche Namen. Also es gab natürlich genauso Juden, die Müller hießen und Schmidt und Meyer und Müller, Namen auch, wo man gar nicht sofort erkennen würde, dass es sich hier um einen jüdischen Namen, um einen Namen einer jüdischen Familie handelt. Aber das wissen wir nicht. Oft waren es einfach auch
Fantasienamen wie Grüne Baum oder Felsental und so weiter. In Neustadt lebten in der Franzosenzeit immer noch wenige Juden. 1802 war unter den 3.105 Einwohnern der Stadt waren 112 Juden. 1.906 Einwohner waren katholisch, 1.908 reformiert und 99 Lutheraner. Also die Protestanten waren zu dieser Zeit ja noch unterteilt in Reformierte und Lutheraner. Die wurden erst 1818 zusammengeführt in der Union. Also es waren zumindest mal mehr Juden als Lutheraner in Neustadt ansässig. Die Zahl der Juden in Neustadt stieg dann in den folgenden Jahren leicht an. 1835 wohnten 124 Juden in Neustadt bei 1870 Katholiken, 4070 Protestanten und 21 Mennoniten. In weiteren Dörfern des Kantons Neustadt lebten damals 91 Juden in Hasloch, 59 in Musbach, 33 in Meckenheim, 31 in Geinsheim, 29 in Lachen, 26 in Duttweiler, 18 in Hambach, 7 in Ruppertsberg und 6 Personen in Gimmeldingen. Die soziale Lage der Juden hatte sich auch nach dem Übergang der Pfalz an Bayern, das war 1816, nicht wesentlich geändert. Während im rechtsrheinischen Bayern das Judenedikt aus dem Jahre 1813 galt und die Stellung der Juden regelte, blieb im pfälzischen Teil, dem königlich-bayerischen Rheinkreis, wie die Pfalz offiziell bis 1838 hieß, das napoleonische Dekret in Form bestehen. Ja, es war durch weitere Verordnungen sogar noch verschärft worden. Weiterhin mussten sich die Juden bei den Bürgermeisterämtern sogenannte Moralitätszeugnisse ausstellen lassen, um ein Handels- oder Gewerbepatent zu erlangen, wobei sich die Behörden in der Regel nicht sehr großzügig zeigten. Hinsichtlich des Wahlrechts wurden die Rechte der Juden weiter eingeengt. Sie wurden vom passiven Wahlrecht ausgeschlossen. Mehrmals versuchten sie durch Anträge die Aufhebung des napoleonischen Dekrets wie auch anderer Beschränkungen zu erwirken. Eine Gruppe pfälzischer Juden richtete 1846 eine Petition zur Aufhebung des Dekrets an den Bayerischen Landtag in München. Und dieser Antrag wurde geschlossen von allen pfälzischen Abgeordneten zum Antrag. Diese Petition wurde zum Antrag erhoben. Die waren nicht immer so alle so einig, die pfälzischen Abgeordneten in München. Aber in dieser Situation waren sie einig. In den 5 Sitzungen, in denen dieser Antrag im Landtag debattiert wurde, zeigten die Pfälzer Abgeordneten eine seltene Geschlossenheit. Der Kuseler Abgeordnete Scharpf brachte den Antrag im Landtag ein und er führte aus, dass dem Dekret Napoleons der Geist der Bedrückung innewohne, dass das Menschenbild verletzt werde und dass das Dekret im höchsten Sinne ungerecht sei. Und der Antrag wurde am 24. November 1849 von den Vereinigten Landtagsausschüssen mehrheitlich angenommen. Obwohl die rechtliche Benachteiligung der Juden 1851 durch das Gesetz über die bürgerlichen Rechte der israelitischen Glaubensgenossen aufgehoben worden war, verbesserte sich die gesellschaftliche Stellung der Juden doch noch nicht wesentlich. In seiner Monographie »Die Pfälzer, ein rheinisches Volksbild« berichtete Wilhelm Heinrich Riehl noch 1857, ich zitiere, wenn der gemeine Mann hier theoretisch auch noch so tolerant gegen die Juden ist, so hält er sich doch, wie üblich in Deutschland, im Stillen für etwas viel Besseres als den vornehmsten Hebräer. Die Zeugnisse alter Judenverachtung in Volkssprache und gemeinen Redebildern sind noch in vollem Glanze lebendig, Zitat Ende. Die volle staatliche Gleichberechtigung trat erst durch das Reichsgesetz vom 22. April 1871 ein. Die meisten Juden auf dem Lande ernährten sich damals oft sehr kümmerlich vom Viehhandel, also das vor allem in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sehr kümmerlich vom Viehhandel. Einige betrieben Handel mit Getreide und hier in der Vorderpfalz Handel mit Wein. Als um die Mitte des 19. Jahrhunderts zu einer schweren Wirtschaftskrise in der Pfalz kam, ausgelöst durch Klimakatastrophen und Missernten, in deren Folge große Hungersnöte auftraten, wurden auch die Juden hart getroffen, zumal ihr Handelspartner, der Kleinlandwirt oder Kleinwinzer, mittellos geworden war. Hunderte von jüdischen Familien und viele Einzelpersonen aus der Pfalz sind damals in die USA ausgewandert
und erhofften sich dort ein besseres wirtschaftliches Fortkommen. Unter den Tausenden von pfälzischen Auswanderern, die vor allem zwischen 1840 und 1870 in die USA gezogen sind, waren viele Jüdinnen und Juden, die sich in den Zentren deutscher Einwanderer wie New York, Philadelphia, Baltimore, Chicago oder San Francisco oder in den ländlichen Regionen des sogenannten Mittleren Westens niederließen und oft eigene neue jüdische Gemeinden gründeten. Viele von ihnen haben sich vom kleinen Händler übrigens hochgeschafft zum großen Kaufmann. Ich erinnere nur an die Familie Strauß aus Otterberg, den die große Warenhauskette Macy dann später gehörte, oder ein Auswanderer aus Bietigheim in der Nordpfalz, Isaac Gimbel, der eine große Kaufhauskette Gimbels gründete in der Nähe von Denver in Colorado. Und es gäbe noch mehrere Beispiele zu nennen. Im Zuge der zunehmenden Industrialisierung ist in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein verstärkter Zuzug der Juden vom Land in die pfälzischen Städte festzustellen. Viele jüdische Familien eröffneten in den Städten und in den größeren Orten Groß- und Einzelhandelsgeschäfte, engagierten sich stark im Weinhandel, einige waren sogar an Fabrikgründungen beteiligt und gelangten dadurch zu Ansehen und Wohlstand, was sich nicht zuletzt auch in repräsentativen Wohnbauten niederschlug. Die Eltern städtischer, mitunter auch ländlicher jüdischer Kaufmannsfamilien ermöglichten ihren Kindern häufig auch den Besuch höherer Schulen, sodass so manche auch eine Universität besuchen konnten und sich akademischen Berufen zuwandten. Nachdem Neustadt 1849 Eisenbahnstation geworden war, zogen immer mehr Juden aus den ländlichen Gemeinden der Vorderpfalz nach Neustadt, weil sich hier bessere Erwerbsmöglichkeiten boten. 1859 lebten 159 Juden in Neustadt und 1867 erbauten sie sich eine stattliche Synagoge, die Sie hier auf dem Bild sehen. Wie in Neustadt entstanden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der Pfalz weitere prächtige Synagogen, unter anderem in Landau und Kaiserslautern. Das nächste Bild. Das ist die Synagoge in Kaiserslautern, erbaut von dem bedeutenden jüdischen Architekten Ludwig Levi, der aus Landau stammte und später eine Professur in Karlsruhe hatte und viele bedeutende Bauwerke in der Pfalz schuf, zum Beispiel auch die sogenannte Villa Böhm in Neustadt, aber auch viele protestantische Kirchen, wie zum Beispiel die Kirchen in, vor allem in der Westpfalz, in Olsbrücken, im saarländischen Bexbach und in Weilerbach. Im Jahr 1900 war die Zahl der jüdischen Einwohner in Neustadt auf 397 angestiegen. Also innerhalb von 30 Jahren, oder ja, 40 Jahren, von 159 auf 397. Vielen von ihnen war ein sozialer Aufstieg gelungen. Ich zitiere Frau Hilde Schmidt-Hebel, die hat in diesem Buch Vorbei, Nie ist es vorbei, Beiträge zur Geschichte der Juden in Neustadt an der Weinstraße, hat sie geschrieben, aus Trödlern und Hausierern, die oft von Ort zu Ort zogen, Bestellungen entgegennahmen und die gewünschten Waren auf dem Rücken zu ihren Kunden brachten, wurden Kaufleute mit festem Wohnsitz und einem Geschäft meist in zentraler Lage. Nächste Bild bitte. Im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts wurden zahlreiche Geschäfte im Zentrum Neustadts von Juden betrieben, wie zum Beispiel die Kaufhäuser Wronka und Korson, die Weinhandlungen Rosenstiel, Samson und Weil, die Lederhandlung Farnbacher, die Eisenwarenhandlung Bamberger, das Schuhhaus Dreifuß, das Wäschegeschäft Heinrich Wolf, hier auf dem Bild, das Manufakturwarengeschäft Gumprich oder die Holzhandlung Schlesinger. Das waren jetzt nur einige. Großes Ansehen genoss die 1862 gegründete Weinhandlung Simon Bach, zuletzt geführt von Kommerzienrat Rudolf Bach, deren Produkte bei den Weltausstellungen in Chicago, das war 1893, Paris 1900 und St. Louis 1904 mit Preisen und Medaillen bedacht wurde. In Musbach gründete Eugen Deutsch im ausgehenden 19. Jahrhundert die Süddeutsche Metallwarenfabrik, die vor allem hochwertige Küchengeräte aus Messing, Kupfer und Zink produzierte. Das Unternehmen wurde 1911 beträchtlich erweitert, beschäftigte Ende der 20er Jahre über 400 Arbeiter und 50 Angestellte
und war damals einer der bedeutendsten Arbeitgeber im Raum Neustadt. Ihr Inhaber Eugen Deutsch wurde wegen seiner Verdienste um die pfälzische Wirtschaft mit dem Titel Königlich-Bayerischer Kommerzienrat ausgezeichnet. Wir werden von der Familie Deutsch nachher noch mal was hören. Nächste Bild. Ah, das ist auch noch mal so eine Werbeanzeige der Gebrüder Rosenstiel, Weinbau, die selbst Weinbau betrieben und Weingroßhandlung betrieben hatten, gegründet 1869. Empfahlen sich hierfür als vorteilhafteste Bezugsquelle für bestgepflegte Weiß- und Rotweine, Flaschenweine feinster Gewächse. Nächste Bild. Und das ist eine Aufnahme des Kaufhauses Korsen. Dieses Kaufhaus Korsen hatte noch eine Filiale in Lamprecht. In einigen umliegenden Gemeinden und späteren Neustädter Stadtteilen, vor allem in Geinsheim, bestanden mehrere jüdische Handelsbetriebe, die sich seit Generationen vor allem dem Viehhandel widmeten. Das kann man alles nachlesen in einem wunderbaren Buch von Herrn Kestel, Norbert Kestel aus Geinsheim, der leider heute nicht da sein kann. Und der hat sich intensiv mit den Juden in Geinsheim beschäftigt und dazu auch ein Buch vorgelegt. 1911 lebten 9.706 Juden im Gebiet der Bayerischen Rheinpfalz, verteilt auf die vier Rabbinatsbezirke Frankenthal, Kaiserslautern, Landau und Zweibrücken. Die jüdische Gemeinde Neustadt, die zum Rabbinatsbezirk Frankenthal gehörte, zählte 1913 345 Seelen, so heißt es in einem Verzeichnis. Die jüdische Gemeinde Geinsheim zählte 41 Seelen, die Musbacher Gemeinde 33. In Lachen-Speyerdorf lebten damals 14 Juden, die alle, wie gesagt, zum Rabbinat, all diese Gemeinden gehörten zum Rabbinatsbezirk Frankenthal, mit Amtssitz allerdings in Bad Dürkheim. Die Neustädter Juden waren stolz auf ihre 1867 eingeweihte, im maurisch-romanischen Stil erbaute Synagoge, die Sie ja schon gesehen haben. Die Juden in Geinsheim besaßen in der Hauptstraße, heute Goygasse, eine eigene Synagoge, ein Fachwerkgebäude mit Holzbogen, Rundfenstern und Sternenhimmel, heißt es, errichtet 1865. Auch die Musbacher jüdische Gemeinde verfügte seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert über ein bescheidenes Synagogengebäude in der Hauptstraße. Heute ist das Kurpfalzstraße 4, das nach einem Brand 1901 wieder aufgebaut werden musste. Die wenigen Juden in Lachen haben 1912 ihren Betraum im Hinterhaus eines Anwesens in der Hintergasse aufgegeben. Manche jüdische Gemeinden haben sich schon früh aufgelöst, weil die Leute immer mehr in die Städte gezogen sind. Im 19. Jahrhundert eben ausgewandert und dann in die Städte gezogen, sodass es dass einige Gemeinden nicht mehr existieren konnten. Nach fast zweijähriger Bauzeit, das sind wir bei diesem Bild, konnte das jüdische Altersheim für die Pfalz im Mai 1914 in Neustadt in der Karolinenstraße 119, heute Hauberallee 13, eröffnet werden. An der Einweihungsfeier nahmen über 600 Personen teil, darunter Vertreter des Landes, der Stadt, der evangelischen und der katholischen Kirche, und Juden aus der ganzen Pfalz. Bezirksrabbiner Dr. Berthold Einstein sagte bei seiner Weiherede, die Stadt habe das Haus von Beginn der Planung an in ihren Schutz genommen und sie wird ihm in allen Zeiten ihre schützende Obhut angedeihen lassen. Der Neustädter Bürgermeister Wand sah das Haus schon bei der Grundsteinlegung als ehrendes Denkmal, ich zitiere, der Eintracht und gegenseitigen Duldung unserer gesamten Bürgerschaft, Zitat Ende. Der für Neustadt zuständige Rabbiner Dr. Ernst Steckelmacher wünschte sich, Zitat, dass die Bürger der Stadt sich wie bisher, so auch fernerhin, bei aller Verschiedenheit der religiösen Bekenntnisse in wahrer Menschenliebe begegnen. Zitat Ende. So sehr sich die Juden im 19. Jahrhundert um ihre Assimilation bemühten und teilweise sogar zum Christentum übertraten, so gab es doch auch antisemitische Strömungen in der Pfalz. So erregte der Kaiserslauterer Buchhändler August Gotthold mit den von ihm verlegten antisemitischen Schriften großes Aufsehen. Mehrmals war er wegen Beschimpfung der jüdischen Religion angeklagt. Vielleicht wusste er nicht, dass sein eigener Urgroßvater selbst ein getaufter Jude war. Im Deutschen Reichstag, die haben dann immer besonders
fromme Namen gewählt, wie Gotthold oder Christhild oder sowas. Diese konvertierten Juden. Im Deutschen Reichstag war die Partei der Antisemiten vertreten. Eigentlich nannte sie sich Deutsch-Soziale Partei, die allerdings in der Pfalz wenig Anhänger hatte, während andere rechte Gruppierungen mit antisemitischen Tendenzen, wie zum Beispiel der Deutsche Bauernbund, abgekürzt BDL, Bund der Landwirte, vor allem in der Pfalz ein großes Wählerpotenzial vorfand. Die Juden engagierten sich im Kaiserreich in der Pfalz in vielerlei Hinsicht, politisch, karitativ und in gesellschaftlichen Vereinigungen. In vielen Dörfern und Städten der Pfalz gehörten Juden den Stadt- und Gemeinderäten an, in den örtlichen Turnvereinen, in Gesangvereinen, vor allem auch in den von den Veteranen des Deutsch-Französischen Krieges gegründeten Krieger- und Waffenbrüdervereinen waren sie an vorderer Stelle zu finden. Wir waren in erster Linie Deutsche, dann erst Juden, sagte mir vor einigen Jahren eine ältere pfälzische Emigrantin in New York. Nächste Bild. Kurz nach der Einweihung des jüdischen Altersheims in Neustadt brach der Erste Weltkrieg aus. Auch die Neustädter Juden veranstalteten in ihrer Synagoge Bittgottesdienste für Kaiser, König und Vaterland. Die jungen jüdischen Männer wurden zum Kriegsdienst eingezogen, viele meldeten sich auch freiwillig. Jüdische Frauen halfen in den Lazaretten bei der Pflege der Verwundeten. 7 junge jüdische Männer aus Neustadt sind auf den Schlachtfeldern gefallen, in den Lazaretten gestorben oder nach dem Krieg ihren Verwundungen erlegen, wie Otto Samson aus Musbach. Andere Kriegsteilnehmer überlebten zum Teil mit schweren Verwundungen. Hier auf dem Bild sehen wir 3 Brüder aus Pirmasens, die Brüder Drexler mit ihrem Großvater, der schon am Deutsch-Französischen Krieg 1870 teilgenommen hat. Mit ihm zusammen haben sie sich fotografieren lassen. Einer davon, Max Drexler, der zweite von links, ist im Ersten Weltkrieg gefallen. Der erste, Hermann Drexler, er war Arzt, später in Dahn hat er sich niedergelassen. Er ist an Verwundungen des Ersten Weltkrieges. Hinzu kam noch eine Infektion, ist er 1921 gestorben. Seine Frau wurde später nach Gürs deportiert und von dort 1942 nach Auschwitz. Da die meisten Juden im Handel tätig waren, war ihre Existenz in der Wirtschaftskrise der 20er Jahre besonders gefährdet. Diese Entwicklung verschärfte sich, als 1933 die wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen gegen die Juden einsetzten. Mit dem Erstarken des Nationalsozialismus hatte bereits in den 20er Jahren der Antisemitismus zugenommen, der in der Pfalz auch schon im 19. Jahrhundert, wie ich sagte, latent vorhanden war. Vor allem in den frühen pfälzischen Ortsgruppen der NSDAP, die erste entstand 1921 im überwiegend protestantischen Odernheim am Glan, die zweite in Ludwigshafen, die dritte in Zweibrücken. In diesen Ortsgruppen wurde der Antisemitismus geschürt. Die seit 1926 in Lamprecht erschienene Zeitung Der Eisenhammer, Untertitel Kampfblatt der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, betrieb eine massive Hetze gegen die Juden. Auch Juden aus Neustadt und Umgebung wurden in diesem Blatt auf gehässige Weise verunglimpft. Der Eisenhammer wurde zunächst von Gauleiter Josef Bürkel, dann von dem nationalsozialistischen Reichstagsabgeordneten und Bürgermeister von Dannenfels, Fritz Hess, herausgegeben. Er hatte 1927 bereits eine Auflage von 15.000 Exemplaren. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass die NSDAP und der von ihr propagierte Antisemitismus in der Pfalz früh Fuß fassen konnte. Zwar kam die nationalsozialistische Wählerschaft von Anfang an aus beiden konfessionellen Lagern und allen sozialen Schichten. Sie war allerdings in den kleinbürgerlich geprägten Bezirksämtern mit den höchsten protestantischen Bevölkerungsanteilen, wie etwa Kirchheim-Bolanden, Kusel, Rockenhausen und Zweibrücken, unvergleichbar höher als in den überwiegend katholischen Bezirksämtern, wie zum Beispiel in Speyer. Als die NSDAP Anfang 1933 die Macht übernahm, begann die systematische Verfolgung und Entrechtung der jüdischen Bürger. Jetzt mussten sich auch die Juden in unserer Heimat sagen lassen, dass sie als Nicht-Arier, in Anführungszeichen, nicht die gleichen Rechte hätten wie die Angehörigen der sogenannten nordischen Rasse.
Einige sogenannte Rassenforscher haben auch bei uns in der Pfalz den Boden für diese Entwicklung vorbereiten helfen, indem sie die Überlegenheit der germanischen Rasse zu propagieren und die Juden als minderwertig zu klassifizieren suchten, wie zum Beispiel der aus dem nordpfälzischen Einölen stammende Arzt Dr. Hermann Gauch in seinem pseudowissenschaftlichen Werk Neue Grundlagen der Rassenforschung. Unbescholtene Bürger wurden verunglimpft und verfolgt. Am 1. April 1933 inszenierten die Nazis den Boykott jüdischer Geschäfte, Arztpraxen und Anwaltskanzleien. Vor jüdischen Geschäften und Kanzleien standen SA-Leute mit den Schildern: Geht nicht in jüdische Geschäfte oder geht nicht zu jüdischen Anwälten. Im vorderpfälzischen Raum waren davon vor allem auch viele Weinhändler und Weinkommissionäre betroffen. Bürkel hatte die Eliminierung der jüdischen Weinhändler, an der Eliminierung der jüdischen Weinhändler ein ganz besonderes Interesse. Übrigens, der Reichsnährstand initiierte bald auch schon die um den überdurchschnittlich hohen Ernteertrag an Wein zu regulieren, das Überangebot zu regulieren, so in dem 1934-35 zur Patenweinaktion. So sollte zum Beispiel Neustadt vor allem Wein nach Nürnberg liefern, Bielefeld nach Hof, Hambach sollte Wein nach Berlin liefern. Aber die Verkäufer dieser Weine mussten den Nachweis arischer Abstammung bringen. Jüdischen Anwälten, Richtern und Ärzten wurde mit dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, so hieß das Gesetz, vom 7. April 1933 die Zulassung entzogen. Die Nürnberger Rassegesetze erschwerten das Leben 1935 in unerträglichem Ausmaß. Es wurde sogar überlegt, verschiedene Berufsgruppen mussten einen arischen Nachweis erbringen. Es gab Schulen, für deren Besuch man einen arischen Nachweis brauchte, wie das die Heimschule Weierhof am Donnersberg, heute Gymnasium Weierhof. Ich habe da selbst ein Beispiel, eine Korrespondenz. Der Bruder meiner Mutter war dort in dieser Schule. Er musste den arischen Nachweis erbringen. Und dann kam der arische Nachweis wieder zurück, weil eine seiner Urgroßmütter, also meine Urgroßmütter, mit Vornamen Sarah hieß. Und hat der Schulleiter Anstand daran genommen, er müsste diese Sarah noch ein paar Generationen weiter zurückforschen. Die hieß aber Gilger, das war so ein typisch westfälischer protestantischer Name, da war nichts dran zu rütteln. Er musste trotzdem noch mal drei Generationen weiter den Nachweis erbringen, dass diese Sarah Gilger nicht von Juden abstammt. Wobei Sarah ein durchaus damals in dem 19. Jahrhundert ein durchaus gängiger Vorname bei protestantischen Familien war, alter biblischer Name. Also zu solchen Auswüchsen hat das geführt. Und wer zum Militär wollte, musste natürlich einen arischen Nachweis bringen. Staatsbeamte mussten einen arischen Nachweis bringen. Es wurde auch in der Landeskirche, in der evangelischen Landeskirche darüber diskutiert. Ein Pfarrer der pfälzischen Landeskirche, der eine jüdische Großmutter hatte, ist dem ausgewichen und ist in die Schweiz emigriert. Das war der Pfarrer Walter Mannweiler. Es gäbe vieles zu dieser arischen Politik in der Pfalz und der Gauleiter Bürkel zu sagen. In den sogenannten Stürmerkästen, hier sehen Sie einen Stürmerkasten, der stand direkt vor der Stiftskirche in Kaiserslautern. Der obere Teil dieses Kastens können wir jetzt nicht sehen, da stand drauf der Stürmer und darunter stand immer, die Juden sind unser Unglück. Solche Stürmerkästen, in diesen Stürmerkästen heraus, da wurde das Hetzblatt der Stürmer, das Julius Streicher in Nürnberg herausgegeben hat, Woche für Woche neu ausgehängt. Darin wurden auch viele pfälzische Juden verunglimpft. In dem Artikel Die Juden von Musbach und ihre Verbrechen und zwei weiteren Texten hetzte der Stürmer zum Beispiel in übler Weise 1934 gegen die Besitzer der Fabrik Musbach Metall, die ich vorhin schon erwähnt habe, Hermann und Ferdinand Deutsch. So ein Kerl, heißt es in einem dieser Artikel, gemeint war Ferdinand Deutsch, gehört schon längst in ein Konzentrationslager, 1934. Den Hinweis auf diesen Artikel verdanke ich Herrn Christoph Rothschuh. Ich weiß nicht, ob er hier ist, würde mich gerne nachher mit Ihnen kurz unterhalten. Vielen Dank für den Hinweis. An den Eingängen so mancher Städte und Dörfer in der Pfalz wurden Juden unerwünscht Schilder aufgestellt. Nächste Bild, bitte.
Übrigens zu dem Bild von dem Stürmerkasten ist es mir nicht bekannt, dass einer der Pfarrer der Stiftskirche in Kaiserslautern gegen die Aufstellung eines dieses Kastens Protest eingelegt hätte. Die sehen wir gleich, diese Judenunterwindschilder. Aber hier nochmal, wir gehen jetzt nochmal vor und dann nochmal zurück. Kurz vor. Vor, das nächste Bild. An der Richtung, ja. Vereinsheim ist und bleibt judenfrei. Solche Bilder wurden von örtlichen NSDAP-Leuten aufgenommen und an den Verlag Stürmer geschickt, damit sie dort veröffentlicht werden. Das Bild ist auch im Stürmer erschienen. Nächstes Bild. Nächste. Das ist ein Bild aus der Nordpfalz. Solche Bilder hat man oft gesehen. Juden sind hier unerwünscht, wo ein anderer, ein Nazi, einem Juden einen Fußtritt verpasst. Üble Bilder. Im Stürmerarchiv in Nürnberg finden sich diese Bilder im Original. Jetzt gehen wir wieder zurück. Nochmal. So. Und hier ein Artikel aus der NSZ Rheinfront. Betrifft Judenschilder. Duttweiler, 1. August 1935. An den Dorfausgängen wurden Judenschilder mit folgenden Aufschriften angebracht. Wir lieben unseren Wein und schützen unser Brot. Und kommt der Jud herein, gibt's Weh und Not. Und eine andere Aufschrift. Also in Duttweiler. Der Deutsche schafft aus Leibeskraft. Der Jude schwindet und errafft. Oder das haben wir am Judenknecht gelernt. Drum wird der Jud jetzt entfernt. Also solche Inschriften auf diesen Unerwünscht-Schildern fand man in Duttweiler. Ich könnte noch von anderen Orten auch Beispiele sehen, aber das würde zu Beispiele bringen, das würde zu weit führen. Viele pfälzische Juden hatten schon in den ersten Jahren der nazischen Herrschaft Deutschland verlassen, um sich im benachbarten Ausland, aber auch in Palästina und in Übersee eine neue Existenz aufzubauen. Einige hatten sich früh der zionistischen Bewegung angeschlossen und sind bereits 1934 nach Palästina emigriert, wie der Metzger Theodor Meyer, seine Frau Selma und die Tochter Ilsa aus Neustadt. Andere emigrierten nach Argentinien, Brasilien, Bolivien, Kolumbien oder nach Südafrika. Die meisten wollten in die USA, auch wenn die US-Regierung eine sehr restriktive Einwanderungspolitik betrieben hat, indem sie nämlich von jedem, der beabsichtigte, in die USA auszuwandern, ein sogenanntes Affidavit of Support, das war die Bürgschaftserklärung eines in den USA ansässigen US-Bürgers, forderte. Vielen Pfälzern war es möglich, bedingt durch die Auswanderung zahlreicher jüdischer Menschen im 19. Jahrhundert und in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, diese Hürde zu überwinden und die erforderlichen Bürgschaftspapiere mit Hilfe ihrer Verwandten beizubringen. Wer über solche Verbindungen nicht verfügte, hatte in der Regel keine Chance, in die USA zu gelangen. Zwischen 1935 und 1940 flohen 103 Neustädter Juden, Jüdinnen und Juden ins Ausland, fast die Hälfte davon in die USA. Andere gingen nach Frankreich, England, Palästina und in andere Länder. Unter den Emigranten waren auch die Besitzer der süddeutschen Metallwarenfabrik in Musbach, Ferdinand und Hermann Deutsch. Erstere emigrierte mit seiner Frau Wally nach Haifa in Palästina. Hermann Deutsch emigrierte in die USA und änderte dort seinen Familiennamen von Deutsch in Dodge, D-O-D-G-E. 1937 und 1938 gelangten noch einige jüdische Kinder aus der Pfalz mit Kindertransporten nach England, in die USA und nach Frankreich, wie zum Beispiel der 13-jährige August Erich Meyer aus Neustadt und die 16-jährige Margarete Strauß, Tochter des angesehenen Neustädter Gymnasiallehrers Dr. Karl Strauß und seiner Frau Flora. Beide Kinder konnten in die Vereinigten Staaten emigrieren. Ihre Eltern sahen sie nie wieder. Nachdem die polnische Regierung Ende März 1938 ein Gesetz erlassen hatte, das den Entzug der Staatsangehörigkeit für Polen vorsah, die seit mehr als 5 Jahren im Ausland lebten und das Deutsche Reich befürchtete, dass ihm bald, wie Reinhard Heydrich schrieb, ein Klumpen von 40.000 bis 50.000 staatenlosen ehemaligen polnischen Juden in den Schoß fiele, wies Heydrich am 26. Oktober 1938
die Polizeibehörden im ganzen Reich an, zitiere, allen Juden polnischer Staatsangehörigkeit einen Ausweisungsbefehl auszuhändigen. Betroffen waren davon reichsweit 17.000 bis 18.000 Juden, darunter auch mehrere Familien, die seit vielen Jahren in der Pfalz gelebt hatten und von heute auf morgen an die polnische Grenze abgeschoben wurden. Unter ihnen die Mitglieder der in Polen geborenen Familie Pinneles. Sie lebt in Geinsheim, zog 1936 in die Stadt Neustadt und wurde von hier 1938 nach Bonn-Bentschen in Polen abgeschoben. Unterdessen nahm die Verfolgung rücksichtslos ihren Lauf. Im August 1938 mussten sich die Juden beim Bürgermeisteramt das Führen zusätzlicher Vornamen für die Frauen Sarah, für die Männer Israel eintragen lassen. Wer das nicht tat, wurde bestraft. Im Oktober 1938 wurden Reisepässe von Juden, die nicht das eingestempelte J trugen, für ungültig erklärt. Ich kann mal, glaube ich, Beispiel. Nächstes gehen wir wieder weiter. Weiter, haben wir schon. Ah, das ist nochmal ein Judenunerwünscht-Schild von Hart. Wein- und Luftkoord hat Judenunerwünscht, wer bei Ihnen kauft, ist ein Volksverräter. Nächste. Das übergehen wir jetzt. Ja. Trauriger Höhepunkt der Verfolgung war dann die sogenannte Reichskristallnacht am 9. und 10. November 1938. Dieses Bild ist nicht am 9. und 10. Oktober, November 1938 entstanden, nämlich schon vorher, aber ich habe es jetzt einfach stellvertretend für die vielen Zerstörungen da stehen. Das ist Kaiserslautern, die Kaiserslauterer schöne Synagoge, die Sie vorhin schon gesehen haben, wurde abgebrochen, weil sie nach Ansicht von Gauleiter Bürkel und des Kaiserslauterers Oberbürgermeisters Imt nicht in das Stadtbild einer nationalsozialistischen Stadt passen würde. Und da musste sie abgerissen werden. Und das sind verletzte Reste, der da noch stehen blieb nach der Sprengung. Das Hitler-Regime wollte am 9. November 1938 Rache nehmen an dem einige Tage zuvor erfolgten Attentat des jungen polnischen Juden Herschel Grinspan an dem deutschen Botschaftsangehörigen Ernst vom Rath in Paris. Das Reichsministerium im Innern, erließ in der Nacht vom 9. auf den, also die Eltern von dem Herschel Grinspan lebten in Deutschland und wurden damals auch nach Polen abgeschoben, aus Verärgerung und aus Rache. Der Mann war ganz außer sich, hatte dieses Attentat begangen. Das Reichsministerium des Innern erließ in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 nach einer Rede von Josef Goebbels geheime Weisungen über geplante Demonstrationen an alle Gestapo-Stellen im Deutschen Reich. Und darin heißt es, es dürfen nur solche Maßnahmen getroffen werden, die keine Gefährdung deutschen Lebens oder Eigentums mit sich bringen. Deutschen Lebens. Die Juden waren genauso Deutsche wie alle anderen auch. Zum Beispiel Synagogenbrände nur, das ist schon ausgesprochen worden, Synagogenbrände nur, wenn keine Brandgefahr für die Umgebung vorhanden ist. Geschäfte und Wohnungen von Juden dürfen nur zerstört, nicht geplündert werden. Die Polizei ist angewiesen, die Durchführung dieser Anordnung zu überwachen und Plünderer festzunehmen. Weiter heißt es, die stattfindenden Demonstrationen sind nicht zu verhindern, sondern nur die auf Einhaltung der Richtlinien zu überwachen. Im Neustädter Saalbau hatte am Abend des 9. November 1938 anlässlich des Jahrestages von Hitlers Marsch auf die Feldherrnhalle in München, das war 1923, eine Feier stattgefunden. Gegen 24 Uhr wurden die SS-Männer, die daran teilnahmen, gebeten, sich in den Hof des Bürgermeisteramts zu versammeln, um an der Vereidigung der HJ beizuwohnen. Der Oberbürgermeister und SS-Sturmführer machten in ihren Reden die Mitteilung, dass Ernst vom Rath verstorben sei, und ich zitiere, und es sich jetzt darum handelt, ihn zu rächen, indem man die Synagoge und die Häuser der Juden anstecken solle. Zitat Ende. Nach einem Umtrunk der SS-Angehörigen in der Cambrinushalle in der Talstraße zogen die Männer zur Synagoge, brachen das Portal mit Eisenstangen und Spitzhacken auf, die ihnen der SS-Sturmführer besorgt hatte, drangen in das Gotteshaus ein und zerstörten die Einrichtung. Nachdem etwa 20 SA-Männer hinzugekommen waren und der SS-Sturmführer 2 oder 3 Benzinfässer besorgt hatte, wurde das Benzin in Gießkannen geschüttet und über die Einrichtung der Synagoge gegossen.
Zusätzlich wurde leicht brennbare Zellulosefarbe, die ein SS-Mann aus seinem Betrieb geholt haben soll und die den Brand beschleunigen sollte, hinzugegeben. Zwischen 4 und 5 Uhr am Morgen des 10. November wurde das Gebäude in Brand gesteckt. Gegen 6 Uhr stürzte das Dach ein. Die Synagoge brannte lichterloh. Die Feuerwehr hatte lediglich die Aufgabe, das Übergreifen des Feuers auf die benachbarten Grundstücke zu verhindern. In diesem Sinne berichtete auch der Pfälzer Anzeiger, zitiere, in der Nacht zum Donnerstag ist die in der Ludwigstraße stehende Synagoge abgebrannt. Unter Einsatz der gesamten Feuerwehr konnten die benachbarten Häuser vor dem Übergreifen des Brandes bewahrt werden. Die Synagoge in der Geinsheimer Unterdorfgasse wurde in der Pogromnacht zwar nicht in Brand gesteckt, weil man ein Übergreifen der Flammen auf ein Nachbarhaus befürchten musste, jedoch wurde auch dort die Inneneinrichtung verwüstet, kultische Gegenstände auf die Straße geworfen und zerstört. Am Morgen des 10. November wurden an mehreren jüdischen Geschäften in der Innenstadt Neustadt die Schaufenster eingeschlagen und die Ladeneinrichtungen demoliert. Die Wohnungen von mindestens 3 jüdischen Familien wurden aufgebrochen, das Mobiliar zerschlagen und die Bewohner misshandelt. Wegen der Plünderungen kam es zu Ermittlungen der Gestapo gegen Mitglieder der SS. Nachdem die Beschuldigten das Diebesgut zurückgebracht hatten, wurden die Ermittlungen eingestellt, heißt es. Auch in Geinsheim und Lachen drangen Nationalsozialisten in die jüdischen Wohnungen und Geschäfte ein, plünderten Waren und zerstörten die Einrichtungen. In Lachen wurde der Kaufmann Adolf Fröhlich, Jahrgang 1887, Soldat im Ersten Weltkrieg, mit seiner Familie brutal aus seinem Haus getrieben. Im Zusammenhang mit seinem Restitutionsverfahren schrieb er nach dem Zweiten Weltkrieg, zitiere, das Haus musste ich mit meiner Familie im November 1938, bestehend aus meiner Frau, meiner 13-jährigen Tochter, beide im KZ umgekommen, sowie meiner 95 Jahre alten Mutter, welche blind und bettlägerig war, unter Drohung und Zwang verlassen. Durch diesen Akt rücksichtsloser und Ros der Gewalt habe ich den Verlust meiner Angehörigen, meiner eigenen Existenz und meines ganzen Hab und Guts zu beklagen. Zitat Ende. Übrigens am Morgen des 10. November, nächste bitte. Ah, da kommen wir noch drauf zurück, das ist so ein Pass mit dem J. Noch das nächste. Den sehen wir auch noch, aber ich glaube, das habe ich nicht. Nee, ich wollte Ihnen noch ein Bild zeigen von dem jüdischen Altersheim nach dem Brand, aber das Bild habe ich jetzt wohl nicht. Da gehen wir nochmal eins zurück. Zurück. Ja. Am Morgen des 10. November wurde auch das israelitische Altersheim in Brand gesteckt, in dem damals noch 76 Personen wohnten. Unter Führung der SA-Männer Giesler, Paulus und Bernhard zog eine Horde Männer Richtung Karolinenstraße. Die SA-Männer drangen in das Heim ein, rissen die 70 bis 96 Jahre alten Heimbewohner aus ihren Betten, zündeten die Betten an, traktierten die alten Menschen mit Stöcken und Beilen und jagten sie in ihre Nachthemden in die kalte Novembernacht hinaus. Zwei Heimbewohnerinnen riefen auf einem der Balkone um Hilfe. Auf Anweisung der SA-Männer und der Feuerwehr wurden sie in das Heim zurückgedrängt, wo sie, wie der Zeitzeuge Kurt Ebel berichtete, bei lebendigem Leibe verbrannten. Die Feuerwehrmänner griffen auch hier in den Brand nicht ein. Sie beschränkten sich auf den Schutz des umliegenden Waldes. Unter den Trümmern des Altersheims fand man am folgenden Tag die verkohlten Überreste der beiden alten Frauen, Fanny Bender und Camilla Haas, beide 83 Jahre alt. Am Nachmittag des gleichen Tages fuhr ein Krankenwagen des Roten Kreuzes in mehreren Fahrten die verstörten Heimbewohnerinnen und Heimbewohner in das jüdische Altersheim nach Mannheim. Ich könnte jetzt vieles über andere Städte berichten, wo es ähnlich zugegangen ist, aber so brutal wie hier in dem Neustädter Altersheim, so etwas hat sich sonst in der Pfalz nicht ereignet. Protestiert hat aus der Bevölkerung niemand, also es waren sicher viele Leute nicht einverstanden mit dem, was hier passiert ist. Aber offizielle Proteste gab es wenig. In Kaiserslautern hat eine Malerin 2 Briefe an die Reichskulturkammer, der sie angehört hat, geschrieben. Sie hat gegen die Judenpogrome protestiert. Sie wurde wenige Tage später von der Gestapo verhört und in die Heil- und Pflegeanstalt Klingenmünster eingewiesen. Glücklicherweise überlebte sie den dortigen Aufenthalt, im Gegensatz zu vielen anderen, das wäre nochmal ein anderes Kapitel, die der Euthanasie zum Opfer gefallen sind.
Hunderte von männlichen pfälzischen Juden im Alter von 16 bis 65 Jahren wurden noch am Abend des 10. November verhaftet und bald darauf in das Konzentrationslager Dachau verschleppt. Erst nach mehreren Wochen wurden sie körperlich und seelisch gebrochen entlassen. Einige hatten sich glatt das Leben genommen. Von Seiten der Kirchen gab es kaum Proteste gegen all das Unrecht, was den Menschen widerfahren ist. Ich möchte an den protestantischen Pfarrer Johannes Beer in Mutterstadt erinnern, den Vater übrigens von Gustav Adolf Beer, der als einziger Pfarrer der evangelischen Pfälzischen Landeskirche nach den Pogromen im November 1938 öffentlich protestierte und deswegen Repressalien ausgesetzt war. Nach den Pogromen im November 1938 setzte noch einmal ein letzter Exodus unter der jüdischen Bevölkerung ein. Viele wollten auswandern, aber viele wussten auch nicht, wohin und bekamen keine Visa für das Ausland. Andere wollten auch gar nicht emigrieren. Deutschland ist ihre Heimat, sagten sie immer wieder. Für Deutschland haben, das sagten viele Männer, ältere Männer, haben wir gekämpft im Ersten Weltkrieg und man wird uns schon nichts antun, aber weit gefehlt. Viele konnten nicht ahnen, was ihnen am 22. Oktober 1940 widerfahren sollte. Über 6.500 Juden aus Baden, der Pfalz und dem Saarland, vom Säugling bis zum 98-jährigen Greis, wurden an diesem Tag auf Betreiben des badischen Gauleiters Robert Wagner und des pfälzischen Gauleiters Josef Bürgel, jetzt sehen Sie diesen Unmenschen mal hier im Bild, mit Unterstützung von Adolf Eichmann in das im unbesetzten Teil Frankreichs gelegene Internierungslager Gürs am Rande der Pyrenäen deportiert. Damit wollten die beiden Gauleiter ihre Gau dem Führer als Judenrein melden. In einem Merkblatt für die eingesetzten Beamten heißt es, dass alle transportfähigen Volljuden in ihren Wohnungen festzunehmen seien. Festgenommen wurden über 60 Kinder und viele alte Menschen, über 80-Jährige. Sie durften nur das Nötigste mitnehmen, einen Koffer, eine Wolldecke, etwas Verpflegung, Ess- und Trinkgeschirr und bis zu 100 Reichsmark Bargeld. Aus der Pfalz wurden 894 Personen deportiert, die meisten kamen aus Ludwigshafen, 183. Aus Neustadt wurden 23 Personen deportiert, aus Geinsheim 7, aus Musbach 3 und aus Lachen eine Person. Sie alle wurden mit Omnibussen zum Bahnhof gebracht, mussten dort lange warten, bis sie in einen von Ludwigshafen kommenden Zug gebracht wurden. Aus der Pfalz ist dann noch ein zweiter Zug gestartet, der ging dann von über Landau und Annweiler und Zweibrücken bis Saargemünd. Und der Ludwigshafener Zug, der auch die Neustädter aufgenommen hat, hat dann auch nochmal im Kaiserslautere Hauptbahnhof die aus der West- und Nordpfalz mit Bussen herbeigebrachten Juden aufgenommen und schließlich in Forbach die Juden aus dem Saargebiet eingeladen. Die Reise ging dann über Metz und Nancy bis nach Dijon. Und dort in Dijon sind die Züge auf 7 aus Baden kommende Züge gestoßen. Und weiter ging es dann. In diesen Badener Zügen waren übrigens viele alte Frauen und Männer, die nach dem Brand des jüdischen Altersheims in Neustadt in Mannheim ein Asyl gefunden hatten und jetzt deportiert wurden. Von Dijon fuhren die Züge über Chalon-sur-Saône, Mâcon, Lyon, Narbonne, Sète, Carcassonne, Toulouse, Lourdes und Pau nach Oloron-Sainte-Marie am Rande der Pyrenäen. Und dort wurden die Deportierten mit Lastwagen in das 13 Kilometer entfernte Lager Gürs gebracht, wo sie am 25. Oktober 1940 abends ankamen. Das Lager war zu Beginn des Jahres 1939 von der französischen Regierung für Flüchtlinge des Spanischen Bürgerkrieges angelegt worden. Mit dem Einmarsch der deutschen Truppen in Frankreich hatte die französische Regierung im Frühjahr 1940 zusätzlich mehrere tausend nach Frankreich emigrierte deutsche und österreichische Juden interniert, die als feindliche Ausländer angesehen wurden. Der Chef der Sicherheitspolizei in Berlin, Reinhard Heydrich, ließ das Auswärtige Amt am 29. Oktober wissen, dass 6.504 Juden aus Baden und der Pfalz im Einvernehmen mit den örtlichen Dienststellen der Wehrmacht ohne vorherige Kenntnisgabe an die französischen Dienststellen, an die französischen Behörden in den unbesetzten Teil Frankreichs gefahren wurden. Die Abschiebung sei in allen Orten der Pfalz und Badens reibungslos und ohne Zwischenfälle abgewickelt worden und der Vorgang
sei von der Bevölkerung kaum wahrgenommen worden. Das kann natürlich nicht stimmen, wenn 183 Menschen zusammengetrieben werden, wie Ludwigshafen oder auch 123 in Neustadt, dann ist das schon wahrgenommen worden von der Bevölkerung. Das Vermögen und der Besitz der nach Görs deportierten Menschen wurde im Frühjahr 1941 meistbietend versteigert. Der Gauwirtschaftsberater Wilhelm Bösing, der hier in Neustadt seinen Sitz hatte, war dafür zuständig. Später wurden auch die Immobilien versteigert. Über Ankunft und Unterbringung in Görs liegen zahlreiche erschütternde Briefe vor. Die kann ich Ihnen jetzt nicht alle vorlesen. Wir sind in der Zeit schon so weit fortgeschritten, dass ich das jetzt kurz machen möchte. Bin dann bald auch am Ende. Eine Frau hat aber geschrieben über die Baracken. Ach so, die nächsten Bilder haben wir jetzt ganz vergessen, dass ich Ihnen zeigen kann, wo das Görs liegt. Also Frankreich war ja eingeteilt in eine besetzte und eine unbesetzte Zone und Görs war ja in der unbesetzten Zone ganz da unten. Es sind genau über 1300 Kilometer. Am Bahnhof in Neustadt steht ja auch ein Schild, wo diese Zahl, die Entfernungszahl angegeben ist. Und in diesem Lager, im nächsten Bild sehen wir, das ist das Ehepaar Strauß aus Neustadt, der Lehrer Dr. Karl Strauß und seine Frau Flora, die ich vorhin schon erwähnt habe, die sind von Neustadt nach Mannheim gezogen und wurden dann von Mannheim aus nach Görs gebracht. Auf dem nächsten Bild sehen wir das Lager. Da hat ein Künstler, der dort interniert war, hat diesmal festgehalten, diese vielen Lagerbaracken, hunderte von Lagerbaracken waren da im Hintergrund, die Pyrenäen eigentlich in einer wunderschönen Landschaft. Die Leute sind da angekommen, die französische Verwaltung dieses Lagers war nicht auf die Ankunft vorbereitet. Hilda Strass schrieb, wir sind hier interniert und leben hinter Stacheldraht. Wie würde ich Gott danken, wenn ich meine Betten und Kissen da hätte? Wir liegen auf Strohsäcken auf dem Boden und die Decken geben nicht warm. Wir haben weder Tisch noch Stuhl und auch keine Fenster. Einen Ofen haben wir, aber sehr wenig Holz zum Heizen. Wir haben dauernd Hunger und frieren auch sehr. Zahlreiche Menschen starben in Görs schon nach wenigen Tagen und Wochen. Unter ihnen Clara Samson aus Musbach, Alfred Kern und sein Vater Ferdinand aus Neustadt. Viele Internierten wurden ab März 1941 in andere Lager in Südfrankreich verlegt, nach Noy und Resebidou bei Toulouse und Rivesaltes bei Perpignan. Nächstes Bild bitte. Da sehen Sie, wie das in den Baracken aussieht. Die hatten nur mal so gerade so einen Meter, zwei Meter auf einen Meter Platz für ihre Sachen und für ihre Betten, wo sie schlafen mussten. Es waren schreckliche Verhältnisse in diesem Lager. Dank des Einsatzes französischer, amerikanischer und Schweizer Organisationen, aber auch einzelner Franzosen konnten viele Kinder das Lager verlassen und wurden in Kinderheime gebracht. Wie der mit seinen Eltern nach Görs verschleppte Neustädter Heinz Meyer. Er kam als Elfjähriger mit anderen Kindern in das Kinderheim Aspe, das ist im Departement Haute-Garonne, und wurde 1943 durch die jüdische Kinderhilfsorganisation OSE in die Schweiz gerettet. Die OSE und die amerikanische Glaubensgemeinschaft Society of Friends, also genannt die Quäker, brachten viele Kinder über Lissabon nach Übersee, wo sie bei Verwandten oder von Pflegefamilien aufgenommen wurden. Im Rahmen der bei der Wannsee-Konferenz beschlossenen ich wollte noch Bilder zeigen von den Gräbern von Neustädtern in Görs. Das ist so ein Blick auf den Friedhof. Die Leute haben damals natürlich keine solchen Grabsteine bekommen. Diese Steine, Gedenksteine, wurden erst später in den 1960er Jahren auf Veranlassung verschiedener Städte Badens aufgestellt anhand des Gräberverzeichnisses, was man hier hatte. Und da habe ich natürlich auch die ganzen Pfälzer, die Steine für Pfälzerjuden schon fotografiert. Auf dem nächsten Stein sehen Sie Gustav Rosenbaum aus Neustadt. Es sind immer die Geburtsorte angegeben. 1879 hier geboren, 1940 in Görs verstorben. Nächsten Bild. Lina Stein aus Neustadt, 1871 geboren, 1941 im Lager Görs gestorben. Und habe ich noch eins? Im Rahmen der bei der Wannsee-Konferenz beschlossenen Endlösung der Judenfrage wurde ab März 1942 auch ein Großteil der in Frankreich lebenden und internierten Juden, ca. 73.000 Personen,
in Absprache mit der Vichy-Regierung über das Zwischenlager Drancy bei Paris in den Osten, vor allem nach Auschwitz, verschleppt. Von den 1940 direkt aus der Pfalz nach Gürst deportierten Menschen kam fast die Hälfte nach Auschwitz. Auch von den Neustädter und Geinsheimer Gürst-Internierten wurden 14 Frauen und Männer nach Auschwitz verschleppt. Die Pfalz, das muss man auch noch sagen, war nach der Oktoberdeportation 1940 doch nicht ganz judenrein, wie Bürgel damals stolz nach Berlin gemeldet hatte. 1941-42 lebten noch mindestens 184 Juden, die 1940 nicht transportfähig waren oder in sogenannten privilegierten Mischehen mit Christen lebten, in der Pfalz, die meisten in Ludwigshafen, Kaiserslautern, Pirmasens und Landau, in Neustadt, einschließlich Musbach und Dietesfeld, werden in diesem Verzeichnis 7 Personen genannt. Die meisten von ihnen wurden zwischen 1941 und 1945 in Vernichtungslager deportiert, vor allem nach Theresienstadt und Auschwitz. Zu Musbach, wo wir jetzt gerade in Musbach sind, will ich das doch noch nennen. In Musbach lebte damals Hermann Keil, der katholischen Glaubens war und der das von seinem jüdischen Schwiegervater Albert Unrich gegründete Haushaltswarengeschäft übernommen und zu einer Großhandlung für Flaschen- und Kellereibedarf ausgebaut hatte. Mit seiner Frau Helene hatte er 2 Söhne, Hans und Hermann, genannt Armand Keil. Vielleicht sind Leute unter uns, die sich noch an die beiden Herren erinnern. In der Nacht vom 1. auf den 2. September 1943 drangen 4 Musbacher Männer, SS-Männer in Uniform, angeführt von dem Schlosser Ernst Bassler, gewaltsam in das Haus der Familie Keil in Musbach ein, schlugen die Einrichtung kurz und klein und brachten durch Schläge mit den metallenen Gürtelschnallen und Tritte mit den Knobelbechern dem 63-jährigen Vater und der 55-jährigen Mutter und den beiden Söhnen schwere Verletzungen zu. Und die beiden Söhne wurden dann im April 1944 zusammen mit dem 23-jährigen, auch Halbjuden genannten Hans Vogler aus Neustadt, in ein Lager in Frankreich deportiert, das unter SS-Bewachung stand. In den unterirdischen Kalksteinbrüchen von Gravant-sur-Yonne mussten sie Zwangsarbeit leisten. Nachdem die Amerikaner dann im Sommer 1944 in der Normandie gelandet waren und das Lager evakuiert werden sollte, gelang den Brüdern Keil und Hans Vogler am 19. August 1944 die Flucht. Die letzten jüdischen Menschen, die aus der Pfalz deportiert wurden, wurden am 9. März 1945, wenige Tage vor Kriegsende, 10 Tage bevor die Amerikaner hier einmarschierten, noch nach Theresienstadt verschleppt. Zunächst mal blieben sie noch 2-3 Tage im Gestapo-Gefängnis in Neustadt, wo sie eine schreckliche Behandlung erfuhren. Unter ihnen war auch die Neustädterin Erna Vogler, geborene Rosenstiel, die Mutter des gerade genannten Hans Vogler, und der mit dem Neustädter Verleger Herbert Meininger befreundete Journalist Fritz Lehmann, der auch Halbjude war. Die meisten dieser nach Theresienstadt deportierten Personen überlebten glücklicherweise und kehrten im Juni 1945 wieder in ihre Heimat zurück, so auch Erna Vogler und Fritz Lehmann. Auch von den nach Gürst deportierten Neustädter Juden haben einige überlebt. Und ein Ehepaar ist dann gleich nach dem Zweiten Weltkrieg, hat in Frankreich überlebt, das Ehepaar Bormann, und ist gleich nach dem Zweiten Weltkrieg nach New York emigriert. Viele jüdische US-Emigranten kehrten nach dem Krieg nach Deutschland zurück, wie auch die Brüder Stefan und Dr. Ludwig Fahrenbacher aus Neustadt. Die meisten wollten nicht mehr zurückkehren in das Land, das sie vertrieben und ihre Angehörigen und Freunde ermordet hatte. Einige stellten von ihrer neuen Heimat aus mit Hilfe deutscher Anwälte Anträge auf Entschädigung für ihren unter Wert veräußerten Grundbesitz und geraubtes Eigentum. Die sogenannten Wiedergutmachungsverfahren zogen sich oft über viele Jahre hin. Und was ich noch erwähnen muss, vor der großen Strafkammer des Landgerichts Frankenthal fand dann im Dezember 1949 der Prozess gegen die Männer statt, die wegen der Zerstörung der Neustädter Synagoge und des Altersheims angeklagt wurden. 7 Täter waren schon verstorben oder im Krieg gefallen. Gegen 27 Beschuldigte wurde das Verfahren mangels Beweise eingestellt. 3 Männer wurden freigesprochen,
13 Personen wurden wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt. 6 von ihnen sind außerdem die bürgerlichen Ehrenrechte für 3 Jahre aberkannt worden. 12 Männer erhielten unter Anrechnung der Untersuchungshaft Gefängnis- bzw. Zuchthausstrafen von 6 Monaten bis 2 Jahre und 3 Monate. Der Hauptangeklagte, der 43-jährige ehemalige SS-Hauptsturmführer Friedrich Paulus, wurde zu einer Zuchthausstrafe von 10 Jahren verurteilt. Unter Anrechnung der Untersuchungshaft hätte er seine Strafe bis 1957 verbüßen müssen. Doch das rheinland-pfälzische Justizministerium gab 1952 seinen Gnadengesuch statt und schenkte ihm 5 Jahre. Ja, ich bin am Schluss unter den amerikanischen Soldaten, die im Frühjahr 1945 mit ihren Truppen in die Pfalz kamen, waren auch etliche junge jüdische Männer, die noch rechtzeitig in die USA emigrieren konnten und sich drüben zum Militärdienst gemeldet hatten. Nach 1949 bildete sich eine kleine jüdische Kultusgemeinde der Rheinpfalz. Eine kleine jüdische Gemeinde der Rheinpfalz, die heute ihren Sitz bei der Synagoge Beit Shalom in Speyer hat, hier das Bild, und inzwischen vor allem durch die Zuwanderung russischer Juden in den 1980er und 90er Jahren auf mehrere hundert Mitglieder angewachsen ist. Hier in Neustadt ist vieles aufgearbeitet worden. Man muss immer wieder dieses Buch zur Hand nehmen. Und habe einen Arbeitskreis der Bezirksgruppe Neustadt im Historischen Verein der Pfalz erarbeitet. Das ist eine sehr lobenswerte Sache. Das Buch hat den Titel Vorbei. Nie ist es vorbei. Sicher ist noch nicht alles aufgearbeitet. Es gibt noch einiges zu tun. Es ist wichtig, dass wir dies tun, ehe es vergessen wird. Auch wenn es immer noch Leute gibt, die der Meinung sind, die Darstellung der Verbrechen der Nationalsozialisten an der jüdischen Bevölkerung und anderen Minderheiten sollte endlich einmal ruhen. Auf solche Stimmen, meine Damen und Herren, dürfen wir nicht hören. Wir haben die Aufgabe, der nachfolgenden Generation zu zeigen, zu welchen menschenverachtenden Exzessen der nationalsozialistische Faschismus führte, um die jungen Menschen vor den Fängen von Neonazis zu bewahren. Und wir haben die Aufgabe, den Opfern einen Namen zu geben. Eine alte jüdische Weisheit lautet: Vergessen wollen verlängert das Exil, das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Herr Paul, herzlichen Dank für Ihren guten Vortrag und die Übersicht auch in die Vergangenheit hin. Vorhin wurde da hinten ein Einwurf gemacht, dass auch in woanders die Namen geändert wurden von Juden, in Spanien auch, unter den katholischen Königen. Als Amerika entdeckt wurde, gab es auch Pogrome in Spanien. Die Juden mussten ihre Namen ändern und dann so Flores, Blumen und so weiter. Fantasienamen haben sie doch bekommen. Das nur da als Ergänzung von dem Einwurf vorhin. Ja, der nächste Vortrag findet am 5. Dezember hier dran. Das wird Herr Kedigkeit der Vortrag. Aber gibt es Fragen? Ja? Deutsch, vorhin erwähnt hatten, das kann man Deutsch und Berliner Deutsch. Ja. Und kann man Deutsch, das kann man sehr ergänzt. Das wäre dann auch ausgeordnet. Und Berliner Deutsch, der ist 52 wieder hier in Deutsch. Wie der es dann persönlich Freude war. Und zwar in der ganzen Familie. Die waren praktisch, die waren alle nötig.
den Wagen Strom zu können. Und da hat genau in der Arbeit dieser Innungsstätte dann sehr positives Programm. Und dann ist es gekommen. Ja, ich habe das hier in dem Buch so eingesetzt zu lesen. Ja, ich konnte jetzt nicht alles sagen. Ich hätte natürlich noch vieles erwähnen können. Ja. Ja. Und der hat, ich konnte es nachweisen, der hat mit dem Sohn von mir, den Kammernblick, der ist überlebt, der eine Sohn ist als Jagdlier und geboren, mit dem Tennisspieler zusammen. Aha. Ah ja, gut. Der Sohn konnte ja nichts dafür, was sein Vater da alles angerichtet hat. Ja. Aber Herr Bürgel war schon ein schlimmer Täter, das muss man wirklich sagen. Auch wenn ich kriege dann immer mal wieder Anrufe, wenn ich sowas sage, ja, der hat doch die Weinstraße geschafft und so weiter. Er hat so viel Gutes gemacht, Herr Bürgel, das kann ich nicht nachvollziehen. Er hat viele Menschen auf dem Gewissen. Und noch weitere Fragen? Ja, bitte. Bitte das nach. Also ich bin ja auch ein, ich bin, obwohl ich den Bürgel verurteile, nicht seine Familie, aber den Bürgel verurteile, bin ich dafür, dass das Grabmal bleibt. Weil es ein Denkmal ist aus dieser Zeit und es sagt ja auch einiges aus. Gucken Sie es an, wie es gemacht ist mit diesen, Westwall, das ist ja ein Dokument aus dieser Zeit. Insofern ist es, gehört das schon unter Denkmalschutz gestellt. Es muss natürlich eine Erklärung dazu. Es muss, ich weiß nicht, ob das mittlerweile erfolgt ist, muss eine Tafel dazu, die auch etwas über die Untaten von Bürgel erklärt. Also nur in dieser Form soll es erhalten werden. Dafür bin ich. Ich würde es nicht gut finden, wenn es jetzt einfach ausradiert würde. Wie ich sowieso dafür bin, dass viel mehr Grabdenkmäler auf unseren Friedhöfen erhalten werden sollen, weil sie auch etwas über die Zeit aussagen. Also es ist nicht der Sinn der Sache, alles, was schlecht war, zu beseitigen, damit man gar nicht mehr wissen, was damals war. Du musst das bewahren und erklären, das ist wichtig. Also beseitigen, was ja schon Mörder war, also die Kapitel, sollen wir dann aber hinschreiben, was es für einer war. Ja. Also gut. Also an den Karl Peters müssen wir jetzt nicht mehr erinnern. An den Straßennamen, der ist ja hoffentlich bald mal getilgt. Ja, ja. Da werden auch Straßennamen jetzt wahrscheinlich geändert. Weitere Wortmeldungen? So, wenn es nicht mehr der Fall ist, dann bedanke ich mich für Ihre Anwesenheit und lade Sie ein am 5. Dezember, sofern es geht, zum nächsten Vortrag. Wieder zur gleichen Zeit.